Beweg dich at home, ein Gemeinschaftsprojekt der Novitas BKK Stadtsportbund Duisburg und den Duisburger Sportverein. Heute Chill Fit Mix mit Luisa. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine insgesamt etwas ruhigere Einheit, bei der wir verschiedene Körperpartien trainieren, aber der Fokus liegt vor allem auf dem Rücken, der Rückenmuskulatur. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr braucht eigentlich nur ein bisschen Platz um euch herum und einen kleinen Gegenstand, ein Handtuch, einen Ball, was ihr so findet, den ihr so ein bisschen zusammenknautschen könnt. Auch eine Klopapierrolle würde funktionieren. Und dann kann es losgehen. Okay, wenn ihr startklar seid, dann starten wir erstmal zusammen mit einem kleinen Warm-up und danach geht es dann weiter mit unseren Übungen. Genau. Wie immer atmen wir aber erstmal tief ein und aus, kommen erstmal hier an. Jetzt auf die Zehenspitzen, Arme weit kreisen. Und wir lassen die Arme hier oben ziehen und lang. Hüpfen mit den Füßen so ein bisschen auf und ab. Und mal beide Arme gleichzeitig. Zieht euch auseinander. Und die Arme mal lösen, rollen uns langsam nach unten ab. Spannung aus dem Oberkörper rausnehmen und pendeln locker von einem Bein zum anderen. Kommen in dieser Bewegung Stück für Stück wieder nach oben hoch und schwingen auch hier oben nochmal um den Körper herum. Und langsam auspendeln und locker lassen die Arme. Dann kreisen wir mal beide Arme weit zurück. Den Radius hier möglichst groß zu machen. Schultern hier hinten tief ziehen. Und wir nehmen mal die Zehenspitzen mit und den Fuß wieder absetzen. Hoch und tief. Die Balance halten. Und wir kreisen die Arme im Wechsel, eine Seite und die andere. Und gehen auch hier wieder auf die Zehenspitzen hoch mit beiden Füßen. Und wir ändern die Richtung, nicht mehr hier lang, sondern nach vorne. Wieder mit den Zehenspitzen auf und ab. Und nochmal beide Arme nach vorne. Und noch einmal kreisen. Locker lassen. Sehr gut. Die Beine ein bisschen ausschütteln. Und dann kann die gleiche Position einnehmen. Diesmal kreisen wir nur die Schultern. Hier tief nach hinten unten ziehen. Und locker nach oben. Beine ein bisschen beugen, locker stehen, nicht ganz durchgedrückt die Knie. Und nehmen die Ellenbogen hier noch ein bisschen mehr nach außen raus. Und kreisen auch hier mal im Wechsel rechts und links. Und auch hier wieder bewusst hinten tief ziehen die Schulter. Und wechseln nochmal die Richtung im Wechsel nach vorne.
noch einmal beide Arme nach vorne, beide Schultern kreisen vor. Bleib aufrecht stehen dabei. Und locker lassen. Okay, wir bleiben hier bei einer ähnlichen Bewegung. Die Schultern erstmal nur nach vorne ziehen und nach hinten. Vor und rück. Nehmen die Arme mit. Einmal um den Körper herum mitnehmen. Auch hier wieder locker stehen. Die Knie ein bisschen gebeugt. Schulterflügel hinten zusammenziehen. Schultern von den Ohren wegziehen. Und hier vorne halten wir mal an. Saugen den Bauchnabel ein bisschen nach innen, sodass sich hier so eine Art C bildet. Halten. Und wieder öffnen. Und den Rücken rund machen. Und öffnen. Genau. Achtet nochmal drauf, dass ihr euch hier wirklich weit nach hinten rauswölbt. Den Rücken rund, den Bauchnabel eingesogen. Und wieder öffnen. Und rück. Und öffnen. Wir bleiben mal hier vorne in der Position, schieben von hier aus die Handflächen nach vorne raus, gehen noch ein bisschen mehr in die Knie, halten und schwingen mal zu einer Seite, halten hier auch und zur anderen und nochmal zur anderen Seite und über die Mitte wechseln. Kommen zurück zur Mitte und die Spannung nochmal rausnehmen. Arme ausschütteln und kommen in der Bewegung nach oben hoch. Auslockern die Arme. Okay, sehr gut. Wir schwingen hier mal ganz locker hin und her. Nehmen die Arme mit. Genau. Erstmal ganz klein hin und her. Und dann machen wir den Schritt etwas größer. Und schwingen die Arme weiter. Und machen den Rücken nochmal rund. Und langsam wieder aufrichten und die Arme mitnehmen. Und lass uns nochmal hängen, ganz locker. Und hier aufrichten, bleiben jetzt hier oben. Und nimm mal nur einen Arm mit, schau in der Hand hier hinterher. Weite über die Seite ziehen. Genau. Tappen den Fuß hier auf. Tapp. Und nochmal beide Arme locker. Rechts und links den Fuß auftippen. Und richten uns wieder auf, nehmen den anderen Arm weit zur Seite. Schauen auch hier der Hand hinterher. Und ziehen uns lang. Wieder locker mit beiden Armen schwingen. Beine locker, Knie leicht gebeugt
Und wir schieben hier vor dem Körper die Hand zur Seite. Schultern tief lassen dabei. Stellt euch vor, ihr schiebt hier so einen schweren Gegenstand vor euch weg. Und nochmal locker lassen. Macht den Rücken rund. Und stellt euch mal vor, ihr taucht eure Hände hier in Wasser und streicht so durch das Wasser hin und her. Kleines bisschen Widerstand ist da. Und zeichne mal so eine liegende Acht in die Luft. Und komm wieder langsam nach oben hoch. Genau. Und die Arme nochmal locker schwingen. Und dann kommen wir hier zum Stehen. Schieren nochmal auf der Stelle. Atmen tief ein. Und aus. Und nochmal tief ein. Und aus. Okay, sehr gut. Ja, trinkt gerne einen kleinen Schluck. Dann geht es auch direkt schon weiter. Schnappt euch einen kleinen Gegenstand. Wie eben gesagt, am besten was, was ihr so ein bisschen zusammenknautschen könnt. Zwischen euren Handflächen. Ein T-Shirt, ein Handtuch, ein kleiner Ball. Was ihr so finden könnt. Falls ihr gar nichts findet, ist auch kein Problem. Funktioniert auch genauso gut ohne. Machen hier einen Ausfallschritt nach hinten. Nehmen unseren Gegenstand zwischen beide Hände und ziehen uns erstmal lang auseinander. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Gewicht auf das vordere Bein verlagert. Ziehen den Oberkörper lang auseinander. Und dann einmal weit nach oben aufrichten. Halten. Und nochmal tief. Und halten. Und wieder tief. Lang strecken, schaut hier nach oben, schaut euren Händen hinterher. Und gehen noch einmal tief und hier in der Position anhalten. Spannung halten und wir drücken hier unseren Gegenstand ein kleines bisschen zusammen und wieder lösen. Drücken zusammen und lösen. Lasst die Arme möglichst lang. Achtet nochmal drauf, das vordere Bein ist gebeugt, da liegt euer Gewicht drauf. Hinten die Ferse, wenn möglich, Richtung Boden bringen. Genau. Und immer im Wechsel zusammendrücken und lösen. Und Druck. Den Bauchnabel ein bisschen einsaugen. Und noch einmal. Und lösen. Nehmen die Arme hier runter. Holen das Bein nach vorne und das gleiche mit der anderen Seite. Weiter Ausfallschritt zurück, Arme lang und ziehen uns hier in der Position erstmal schön auseinander. Gewicht auf das vordere Bein verlagern, hinten die Ferse Richtung Boden bringen und einmal weit nach oben aufrichten. Halten, schaut euch nach oben und nochmal tief und halten, lang auseinanderziehen. Start hier so ein Stückchen vor euch auf dem Boden und wieder aufrichten. Mal ganz lang machen und tief und dann halten wir hier auch wieder in der Position und drücken die Handflächen zueinander hin und lösen und drücken und lösen. Na, bleibt hier in der Position, kontrolliert nochmal, dass das vordere Bein gebeugt bleibt. Und noch zweimal zusammendrücken. Und sinken die Arme ab, holen das Bein nach vorne. Sehr gut. Bisschen ausschütteln die Beine. Gehen wieder mit dem ersten Bein zurück. Gleiche Ausgangsposition. Strecken uns hier lang. Ziehen die Arme lang auseinander. Und kreisen mal weit. Übergeben hier unseren kleinen Gegenstand hinter dem Rücken. Ganz weit kreisen die Arme.
Und wir wechseln mal die Richtung. Andersrum übergeben. Und hier oben einmal anhalten. Nehmen die Arme wieder tief. Holen das Bein zurück. Sehr gut. Und das gleiche mit der anderen Seite. Ich ändere mal die Position, damit ihr den Stand noch besser nachvollziehen könnt. Na, streckt euch hier lang. Hinten die Ferse Richtung Boden. Beide Fußspitzen zeigen geradeaus. Gewicht auf das vordere Bein verlagern. Lang strecken. Und kreisen hier bis hinter den Rücken. Und lang. Auch hier wieder ein Stückchen vor euch auf den Boden schauen. Und weit kreisen. Nochmal die Richtung wechseln, andersrum übergeben. Dann haltet in der Position. Und ein letztes Mal kreisen. Und holen die Arme hier wieder tief und das Bein zurück. Sehr gut. Arme und Beine ein bisschen ausschütteln. Gehen noch einmal zurück in die Position. Euren Gegenstand könnt ihr jetzt an die Seite legen. Ausfallschritt zurück. Wieder mit der ersten Seite. Nochmal lang nach vorne ziehen. Und von hier aus richten uns nach oben auf. Halten erstmal. Und jetzt lassen wir nur den Arm oben, wo wir auch das Bein vorne haben. Und ziehen den anderen Arm hier mal Richtung Boden. Halten. Und mal die Arme wechseln. Den anderen Arm Richtung Decke ziehen. Und nochmal wechseln. Jetzt habt ihr wieder den Arm oben, wo ihr auch das Bein vorne habt, der Seite. Okay. Nehmen wir mal den anderen Arm und zeigen hier nach vorne. Handfläche zeigt nach oben und öffnen uns damit zur Seite. Drehen hier hinten den Fuß ein bisschen mit auf und nehmen den Arm von hier oben tief. Halten und schauen mal nach hinten über die Schulter. Und wieder nach vorne. Legen hier den Unterarm auf dem Oberschenkel ab und ziehen uns mal lang über die Seite. Einfach halten. Die Rippenbögen schön weit öffnen. Und dann holen wir den Arm hier wieder zurück. Den unteren Arm nach vorne. Drehen die Fußspitze wieder auf. Holen den Arm auch zurück. Und strecken uns nochmal lang nach oben aus. Und noch einmal tief. Holen die Arme nach unten. Und das Bein nach vorne. Okay, das gleiche mit der anderen Seite. Weiter Ausfallschritt zurück. Erstmal lang nach vorne ziehen. Und nach oben aufrichten. Jetzt lassen wir hier wieder den Arm oben. Der Seite, auf der wir auch das Bein vorne haben. Ziehen die andere Hand Richtung Boden. Und halten. Und einmal die Seiten wechseln. Auch hier lang auseinanderziehen. Und nochmal wechseln. Jetzt habt ihr wieder den Arm oben, der Seite, auf der ihr auch das Bein vorne habt. Und den anderen Arm nehmen wir hier mal nach vorne. Handfläche zeigt nach oben. Halten erstmal. Und öffnen den Arm dann hier. Wie als würden wir ein Tablett darauf tragen. Nach hinten. Drehen den Fuß hinten ein bisschen mit auf. Und nehmen den Arm hier tief. Und schauen auch hier mal nach hinten über die Schulter. Und wieder nach vorne. Und legen dann auch hier den Unterarm auf dem Oberschenkel ab. Und ziehen uns lang über die Seite. Hier weit öffnen. Und halten. Und richten uns langsam wieder auf. Nehmen den Arm hier nach hinten. Den anderen nach vorne. Holen den Arm nochmal zurück. Arme absinken. Und holen das Bein nach vorne. Sehr gut. Bisschen auslockern, dann geht es als nächstes auf die Matte. Im Vierfüßlerstand starten wir. Genau.
Nehmt euch hier ruhig wieder irgendeinen kleinen Gegenstand dazu, sofern ihr den gut greifen könnt. Genau. Richten uns erstmal aus. Machen den Rücken ganz rund. Halten hier oben. Die Handballen in den Boden reindrücken. Das Kinn ein bisschen Richtung Brust ziehen. Und mal in die entgegengesetzte Richtung. Schaut hier nach vorne. Halten. Und nochmal wechseln. Den Rücken wieder rund. Und nochmal wechseln. Hoch, halten. Und dann machen wir den Rücken ganz gerade. Ziehen nochmal die Schultern von den Ohren weg. Nehmen hier diagonal Bein und Arm. Und nehmen unseren Gegenstand in die Hand. Strecken uns hier erstmal lang aus. Feste zugreifen und ziehen uns in der Mitte klein zusammen. Hier halten, ausstrecken, Balance halten. Nicht zu schnell, langsam, klein. Und lang ausstrecken. Fußspitze zeigt hier nach hinten. Und ziehen und lang. Und wir halten nochmal hier in der kleinen Position. Balance halten, machen uns rund. Und nochmal lang strecken. Auch hier die Balance halten. Bleiben direkt in der Position und gehen von hier aus langsam tief und hoch. Arm und Bein gestreckt. Kurz auf den Boden auftappen. Und dann wieder hoch. Und ein letztes Mal hoch. Und absetzen. Sehr gut. Wir wechseln die Seite. Den Gegenstand, den ihr euch ausgesucht habt, in die andere Hand nehmen. Und auch hier erstmal lang ausstrecken. Genau. Gute Position finden. Schaut mal, dass eure Fingerspitzen nach vorne zeigen. Und die Balance halten. In der Körpermitte ausrichten. Und dann ziehen wir uns auch hier klein zusammen. Langsam strecken. Und klein. Folgt hier eurer Hand mit eurem Blick. Haltet die Spannung im Bein. Und dann halten wir nochmal hier unten in der kleinen Position an. Macht euch ganz rund. Und nochmal lang strecken. Balance halten. Und von hier aus geht es auch wieder tief und hoch. Kurz auftappen auf den Boden. Noch zweimal hoch, tief und einer, tief und lösen. Schiebt euch hier mal ganz weit zurück, mit den Fingerspitzen noch ein bisschen weiter nach vorne krabbeln. Die Stirn gerne auf den Boden auflegen, die Ellenbogen Richtung Boden bringen und mal tief ein- und ausatmen. Wieder auf, zurück in den Vierfüßlerstand und von hier aus wechseln wir die Position und setzen uns hin. Hier schnappt euch wieder euren Gegenstand zwischen die Knie, klemmen. Und wir rollen uns mal ganz langsam nach unten ab, hier in die Rückenlage. Beine bleiben angewinkelt, Füße aufgestellt. Okay. Nehmen die Hände hier mal seitlich zur Unterstützung an den Kopf. Atmen unten ein und mit der Ausatmung kommen wir nur ein ganz kleines Stück nach oben hoch. Die Ellenbogen zeigen nach außen
und wieder tief. Den Kopf ruhig unten kurz absetzen. Einatmen, ausatmen. Und tief. Achte darauf, dass die Ellenbogen nach außen zeigen. Und mit jedem Hochkommen drücken wir jetzt unsere Knie ein bisschen zusammen. Zerknautschen den Ball oder das T-Shirt. Hochkommen und die Knie gehen zusammen und unten wieder kurz lösen. Hoch und tief. Und komm noch viermal hoch. Und drei. Und noch zwei. Und einen. Und kurz absetzen. Wir erweitern die Bewegung noch etwas. Wir nehmen mal die Arme hier lang hinter den Körper. Atmen ein, holen ein bisschen Schwung. Und kommen hier in die Position nach oben hoch. Halten. Ganz langsam wieder absetzen. Lang strecken. Einatmen. Mit der Ausatmung hochkommen. Aber achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Schwung holt, damit die Bauchmuskeln auch noch was zu tun haben. Und langsam absetzen. Und auch hier die langsame Abwärtsbewegung ist wichtig, dass der Bauch auch fest. Und auch jetzt beim Hochkommen wieder die Knie zusammendrücken, langsam absinken. Einatmen, ausatmen, komm hoch, Knie zusammen. Noch einmal nach oben hoch und langsam abrollen. Leg die Arme kurz auf den Boden auf, Spannung rausnehmen. Okay. Strecken die Arme wieder aus. Als nächstes ähnliche Übung. Wir gehen aber noch ein Stück höher, nicht nur bis hierhin, sondern richten uns den ganzen Weg nach oben auf. Wenn euch das zu schwer fällt, dann kommt einfach hier in die Position und geht dann wie gerade wieder den ganzen Weg zurück. Einatmen und lang strecken. Und auch hier wieder in der Aufwärtsbewegung die Knie zusammendrücken. Ganz langsam und bewusst nach oben hoch. Und komm, noch viermal hoch und strecken. Und lang und tief. Und ein letzter noch hoch und wieder den Weg nach unten zurück, tief und auflegen. Locker lassen. Zieht mal die Knie zum Körper ran. Dann könnt ihr hier euren Ball herausnehmen. Macht euch ganz klein. Okay. Dann behalten wir nur hier ein Knie eng am Körper. Den anderen Fuß stellen wir mal auf und strecken das Bein hier lang zur Decke. Zieht mal die Fußspitzen ran. Halten und kreisen den Fuß ringsherum. Auch die Richtung wechseln und dann noch mal halten und so ein bisschen nach rechts und links drehen. Okay. Lassen den Fuß etwas lockerer und kreisen mal mit dem Bein hier so weit es geht, lockert das Hüftgelenk. Wenn euch das unangenehm ist und da zu viel Druck drauf ist, dann macht hier den Winkel ein bisschen kleiner im Bein, winkelt das Bein an und kreist nur so ringsherum oder aber mit dem ganzen gestreckten Bein. Hände könnt ihr auch neben euch auf den Boden legen. Und mal die Richtung wechseln, andersrum kreisen. Und
absetzen. Das gleiche mit der anderen Seite. Entweder lang gestreckt oder hier angewinkelt. Kreisen. So weit wie es geht. Schaut, dass ihr genug Platz um euch herum habt. Auch hier mal die Richtung wechseln und andersrum kreisen. Und absetzen. Sehr gut. Beine ein bisschen auslockern. Okay. Und wir bleiben direkt in der Position liegen und rollen uns hier mal in der Mitte Wirbel für Wirbel vom Boden ab, kommen in die Schulterbrücke und wieder langsam nach unten abrollen. Und nicht ruckartig hoch, sondern wirklich Stück für Stück hoch und tief. Und dann nehmen wir mal immer im Wechsel ein Bein mit dazu. Hoch, das Bein absetzen, langsam tief. Schaut, dass die Oberschenkel parallel bleiben, Knie auf einer Höhe, absetzen und langsam tief gehen. Hoch, drückt die Handflächen hier gut in den Boden. Ich habe hier ein bisschen mehr Unterstützung. Macht das in eurem Tempo, auf und ab. Und nochmal hoch, nehmt das Bein mit, erst das Bein abstellen und dann langsam tief kommen. Und nochmal zur anderen Seite. Und tief. Und jede Seite noch einmal. Kontrolliert nochmal, dass die Oberschenkel parallel sind. Bein absetzen, tief. Und ein letzter. Hoch, das Bein mitnehmen, abstellen. Und tief. Okay, sehr gut. Nehmen wir auch hier das andere Bein nochmal nach oben. Ziehen es ein Stückchen näher noch zum Körper ran. Und kreisen mal ringsherum mit dem Fuß. Auch in die andere Richtung. Und drehen das Bein mal so ein bisschen nach links und rechts. Den Fuß hin und her bewegen. Fußspitzen sind angezogen. Und absetzen. Okay. Fassen hier in die Kniekehle, holen ein bisschen Schwung, kommen nach oben hoch und lassen es nochmal ganz locker über die Knie fallen. Okay. Richten uns wieder auf, strecken hier ein Bein nach vorne aus, das andere Bein überschlagen wir hier. Es ist auch egal, an welcher Stelle. Guckt einfach, wo sich das für euch gut anfühlt. Den Oberkörper einmal aufrichten, gerade machen. Und dann drehen wir uns zu dem oberen Bein hin. Drehen uns hier hin, nehmen eine Hand hinter den Rücken und schauen, wenn es geht, über die Schulter. Mit dem anderen Arm könnt ihr hier noch so ein bisschen Gegendruck geben. Und halten. Kommen wieder nach vorne, strecken das Bein aus, überschlagen das andere, gerade machen, aufrichten und auch hier drehen wir uns wieder zum oberen Bein hin und halten, schauen über die Schulter nach hinten. Und schauen wieder nach vorne, nehmen das Bein lang, richten uns nochmal ganz gerade auf, ziehen die Fußspitzen an. Strecken den Rücken lang, schauen hier einmal zur Decke und von hier aus gehen ein bisschen tief, dehnen mal die Beinrückseite, Schultern tief ziehen, versucht aufgerichtet zu bleiben, halten und nochmal aufrichten, lang, die Beine öffnen und mit jeweils einer Hand zu einem Fuß nach vorne, Fußspitzen ranziehen, halten. Und nochmal aufrichten. Beide Hände gehen zu einem Fuß. Tief. Oh,
und wieder über die Mitte zur anderen Seite. Die Fußspitzen bleiben angezogen. Und kommt zurück zur Mitte und noch einmal hier tief. Stellt euch vor, euch sitzt jemand gegenüber und ihr wollt ihr unbedingt eure Hände reichen. Zieht nochmal die Schultern tief von den Ohren weg. Fußspitzen bleiben angezogen und halten. Halten. Und setzt mal die Hände hier hinter dem Körper auf. Die Füße lockern und lass uns einfach fallen. Schließ gerne für einen Moment die Augen. Lasst den Atem fließen in eurem Tempo. Dann öffnen wir wieder langsam die Augen, stellen die Füße auf und kommen von hier aus zurück in den Stand. Stellen uns schulterbreit hin, nehmen die Hände hier neben den Körper, Handflächen zeigen nach vorne, legen den Kopf schräg. Auch dabei könnt ihr gerne wieder die Augen schließen. Und zur anderen Seite neigen den Kopf. Keine Sorge, heute machen wir keine Plank, ihr könnt euch wirklich entspannen, es ist vorbei. Nochmal die Seite wechseln und hier ganz vorsichtig auf- und abnicken. Zieht das Kinn tief, aber den Kopf nicht zu weit in den Nacken legen. Und nochmal die Seite wechseln, auch hier ganz vorsichtig auf- und abnicken. Schauen wir nochmal geradeaus, ziehen das Kinn zur Brust, die Daumen noch ein Stückchen weiter nach hinten und schauen im Wechsel über eine Schulter, halten und zur anderen Seite blicken und halten. Und im Wechsel nach rechts und links schauen. Und dann halten wir hier an und nicken auch dort. Ganz sanft auf und ab. Zieht die Daumen noch ein Stückchen weiter nach hinten. Und die Seite wechseln. Und auch dort auf und abnicken. Und komm wieder zurück zur Mitte. Ziehen das Kinn zur Brust, die Daumen nach hinten und einfach halten. Und lassen die Schultern nach vorne fallen und rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab. Nehmen die Spannung aus dem Körper raus. Einfach hängen lassen. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Und kommen von hier aus wieder Stück für Stück ganz langsam nach oben hoch. Die Schultern aufsetzen. Nochmal nach hinten kreisen. Und zum Abschluss, wie immer, viermal tief einatmen. Nehmen den ganzen Körper mit, ganz langsam, bis auf die Zehenspitzen. Und tief. Und nochmal tief einatmen. Und aus. Und noch zwei. Und eine letzte. Und gut. Ja, ich hoffe, euch hat diese etwas ruhigere Einheit gut getan und gefallen. Ihr fühlt euch wohl und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann!